So, da sind wir wieder. Hier, genau. Die Super NT ist ja hier auch mit der zweiten Kamera zu sehen. Cartridge ist doch schöner, oder nicht? Ist doch einfach schöner. Bei speedrun.com gibt es doch ein... Aber das ist doch kein Cartridge-Artwork quasi, oder? Das ist super hässlich. Grand Poo World, ja. Naja. Ja, muss ich mir mal angucken. So, aber weiter geht's jetzt. Custom Densen Artwork für Grand Poo World 2 wäre auch cool, ja. Ja, ja, das stimmt. Gut, also weiter geht's. Ihr wollt also das Amulett des Mutes, lieber Ritter von Guardia, dann kommt und holt es euch, wenn ihr könnt, Quark. Verlass dich drauf, en garde. Nirvana-Stoß. Du wagst es, einen hilflosen Amphibie zu quälen. Doofes Amulett, das vergesst dich nicht. Boah, der sieht aus wie Ward von Mario Bros. 2. Ah, pass auf, Glenn. Cyrus, das Schwert. Das Masamune. Es sieht halt so krass nach Dragon Balls aus. Ne? Man sieht einfach, dass der Zeichner hier quasi, oder dass sie zusammenhängen. Wow, mehr bringst du nicht zustande? Was bist du ohne dein Schwert? Namekiana, genau. Ah, aber ich gebe mich noch nicht geschlagen. Cyrus, ich halte nicht mehr lange durch. Glenn, flieh, während ich sie in Schach halte. Aber wenn du bleibst, kriegen sie uns beide. Geh, Glenn. Mach dir lieber Sorgen um dich selber, Cyrus. Los, Glenn, geh. Ah. Cyrus. Auf, Glenn, flieh. Die Königin, beschütze Lena. Cyrus? Cyrus. Rumpf, was ist denn? Willst du dein Glück nicht versuchen? Uauach. Hat es dir die Sprache verschlagen? Wie wär's, Magus? Kannst du ihm kein passenderes Aussehen verleihen? Warum nicht? Für ein bisschen Spaß bin ich immer zu haben. Oh! Hallo, Nephi! Ack! Du... wehleidiger Waschlappen. Hallo, Wave. Zehn Jahre sind vergangen. Ob ich so weit bin? Ach, verstehe, das ist Glenn Lecomio. Jetzt knall ich das. Ah, wie cool ist das denn? Ich habe mich sehr gewandelt. Ach, der arme Cyrus. Wach auf, Chrono. Wieso heißt denn der da nicht Glenn jetzt? Würde ich ihn gerne Glenn nennen. Auch wenn wir scheitern mögen, besuchen wir Magus' Höhle. Kennt ihr seine Macht? Nur so können wir unsere Zukunft retten. Den schaffen wir auch noch. Wen ersetzen? Ja, so ist gut. Auf jeden Fall. Male muss dabei bleiben. Naja, er hieß standardmäßig Frock und ich habe ihn nicht umbenannt, sagen wir es mal so. Saugeil. Stufe 20 ist er. Zunge. Füllt einige LP. Fängt und schlägt Gegner. Was hat denn der hier für ein Equipment an? Heldenamulett? Was macht denn das? Erhöht kritische Rate des Masamune. Okay. Habe ich leider noch nicht. Gebe ich ihm mal Berserker? Ich glaube ja. Wie wenig Attack hat denn der? Ich glaube, Frock ist super scheiße.
Ja, Magie aktivieren hätte ich jetzt sowieso erstmal gemacht. Kann sein, dass das Eisenschwert einfach scheiße ist, ja? Gab's hier nicht einen Laden? Ich kann mal gucken, ob ich was Besseres finde für ihn. Nein, Höppi, Höppi, nein, nein. Alles am Sonntag. Ich habe so wenig geschafft jetzt wieder. Am Sonntag, am Stissel und dann gibt's Infos dazu. Ist hier ein Laden? Ich meine, hier müsste es einen Laden geben. Ja, schauen wir mal eben kurz rein. War doch Laden gerade. Doof. Willkommen, was darf's sein? Super, nur Schund. Unterkunft, es kostet halt nix. Ja, das Masamune, aber das hat er ja noch nicht. Kann ihn aber nicht mehr buffen. Ich kann mit diesen Sachen kann ich auf jeden Fall niemanden buffen. Okay, wir können erstmal Sachen verkaufen. Goldanzug? Kann ich den Leuten ja noch anziehen. Okay. Das ist nur schwächer. Hammerarm, nur schwächer. Barett. Könnte ich ihr auch geben. Das ist nur schwächer. Wow, das ist auf jeden Fall mal ein Unterschied. Goldanzug, Titanweste. Haben die alle an, okay. Breath of Fire 3 habe ich gespielt, ja. Das war großartig. Ich finde, er sieht halt aber cool aus, ne, Frog. Das ist halt ein cooler Charakter irgendwie. Irgendwie ist er cool. 3 Tech-Punkte, mal gucken, was. Der lernt doch wahrscheinlich jetzt was. Nee. Wassermagie. Wassermagie ist bestimmt irgendwas mit Heilen. Ock Laser. OG Laser wahrscheinlich. Dankeschön für dein Prime Sub. Oh, was denn hier jetzt? Zum Tag des Lavos? Achso, nee, das ist schon die ganze Zeit da. Ein seltsamer Kerl. Als Frosch steht ihm Wasser wohl gut ins Gesicht. Ipso facto mienomo magico. Bock hat Magie erlernt. Ja, würde ich auf jeden Fall holen. Dankeschön, OG Laser. Willst du sie ausprobieren? Ja. Gut. Gewitter. Wasser. X-Schlag, was war denn das nochmal? Kreuzschlagangriff. Wasser? Nice. Ja, die Secret of Mana Collection ist, glaube ich, sehr, sehr cool. Da habe ich halt auch noch das Secret of Mana vom Game Boy. Also. Ist ja Quatsch. Nee, was rede ich da? Ja, komm, kill mich. Mystic Quest, ja, lass mal.
Ihr seid zum Schießen. Bringt neue Freunde her. Keine neuen Freunde. Jetzt könnte ich mal eine Unterkunft nutzen oder muss ich das gar nicht? Ne, hier sind alle voll. Ja. Ja, das Schwert ist halt leider ein bisschen scheiße gerade. Achso, hier kann ich auch immer. Das Schwert ist halt leider scheiße von Frog. Ansonsten ist der, glaube ich, cool. Könnte mal gucken, ob ich ihm dann jetzt schon mal Berserker gebe. Obwohl Wasserzauber auch nicht verkehrt ist, ne? Wie viel Intelligenz hat denn der? Magie 15, 14, 27, ja. Natürlich nicht so seine Stärke, ne? Heilen lernt, erfüllt mehr LP für alle. Ja, wofür brauche ich denn dann noch scheiß Male? Wenn ich Frog haben kann. Ich meine, Haste ist natürlich ultra stark. Aber wenn ich hier so einen Kämpfer habe, der noch heilen kann, bin ich glücklich, oder? Und Kreuzschlag war doch auch irgendwie cool. Kreuzschlagangriff, ein Gegner. Das ist halt irgendwie cool, die beiden Ritter da quasi. Also Frog finde ich bis jetzt ultra geil. Also wenn es nach Sympathie geht, muss ich den nehmen. Wow, doppelt Wasserfall gelernt. Moment, gucken. Eiswasser. Eiswasserangriff, alle Gegner. Angriff mit vielen Schwertern. Okay, auf einen oder auf mehrere? Das weiß man wieder nicht. Komm, kurz ausprobieren. Nein, heute nicht, Francid. Damit habe ich gestartet heute. Angriff mit vielen Schwertern auf einen. Wir testen es mal. Wow. Es ist wahrscheinlich einfach ein Schwertangriff, der dann das Element Wasser dazu bekommt, ne? Heute leider nicht mehr. Jetzt muss ich in diese geheime Höhle wahrscheinlich. Und unser Freund Frog. Kann man da nicht hin? Doch, magische Höhle. Ja. Hi, was passiert denn morgen? Morgen bin ich nicht online, no pro. Morgen machen wir einen kleinen Ausflug nach Holland. Einmal Kopf frei kriegen und so. Boah, kann ich mich nicht drauf festlegen, Wavy. Aber das kommt nah dran jetzt im aktuell. Also ich finde, Chrono Trigger ist so großartig bislang. Ah! Eda! Es ist Cyrus. Rennt um euer Leben. So, jetzt sehen wir die Geschichte von Frog quasi. Schnief, danke Cyrus. Glenn, manchmal müssen die Menschen einfach die Zähne zusammenbeißen. Aber getroffen zu werden tut weh, es... Nee, überhaupt gar nicht so, wie ihr es versteht. Du bist ein Weichling, Glenn. Cyrus sieht da aber sehr unspektakulär aus als kleiner Dude. Hey Glenn, ich spiele mit dem Gedanken, ein Ritter zu werden. Ich weiß, du wolltest dich melden, du wärest ein großartiger Krieger. Und was ist mit dir? Jetzt bin ich gespannt, was er sagt. Ich würde es wohl nicht schaffen. Hallo? Ey, Frog ist doch der Coolste. Warum nicht? Mit dem Schwert bist du sogar besser als ich. Ich weiß nicht. Mich deucht. Ich könnte niemals jemanden verletzen. Ja, so ein bisschen Friendship ist leider so. Hi, Sebi. Glenn. Oh. Und danach? War er Frog. Nice. Das ist cool. Ich finde die Geschichte um ihn herum und das Heldenamulett.
Ja, sowas schmeckt doch alles nicht. Himbeere. Das Amulett, das Heldenamulett. Das trägt er ja gerade noch. Gib mir das Masamune. Oh, oder hat er das jetzt? Dann braucht er auch keine andere Waffe. Irgendwie ist der cool, den muss man ja im Team behalten. Mein Name ist Glenn, Cyrus Hoffnungen und Träume und jetzt das Masamune. Umgehend werde ich Magus ehrenvoll besiegen. Geil! Wow! Okay, die Dudes. Ne, sind das Gegner? Nein. Rein in die Höhle. Was für Töne, das sind super Sounds. So, 81er Attack hat er jetzt nämlich plötzlich. Bam! Und was macht jetzt das Heldenamulett? Erhöht kritisch Rate? Das Masamune. Ja, solange er das Schwert trägt, sollte er das Heldenamulett auch tragen, ne, denke ich mal. Der hält ja gar nichts aus. Wow, und direkt... Wow, was ist das denn? Ein Crit mit 32? Oder sind die einfach wieder gegen körperliche Angriffe so ein bisschen... Resistent, ich glaube ja. Was soll das hier, diese scheiß Ratten? Wasser kostet 2 Mana. Das wird wahrscheinlich reichen. Easy. Mega geil. Also Frog, ich bin Fan von Frog, der ist einfach cool. Geht nicht anders. Der muss im Team bleiben. Oder? Chrono lernt Gewitter 2. AOE. Diese scheiß Kisten. Durch ein Geheimnis versiegelt. Aber wen will ich denn dann noch im Team haben? Ich meine, heilen hat er ja noch nicht. 149 Technikpunkte brauche ich noch. Blueberry, vielen Dank, dass du... Kann ich wieder beide nicht treffen. Dein Sub verlängerst. Vielen Dank. 40.000 schon erreicht? Ja, no bro. Heute erreicht. 40.023 sind es jetzt. Oder dann vielleicht doch Luca. Dann habe ich 2 Melee-Kämpfer und ich weiß nicht, warum ich jetzt noch einen Healerin bräuchte, ne? Ich meine, Haste ist ultra krass. Soll ich mal... Was ist da los? Vielleicht doch Luca mitnehmen? Für Male? Kann ich allen Leuten die Sachen ausziehen? Ach, das ist ja super gut gemacht. Die hat den Magieschal, ne? Wisst ihr, was ich schade finde? Dass man nicht sehen kann. Magie plus 2. Magie 31. Ich muss eigentlich Luca mitnehmen. Haste ist natürlich ultra stark, das weiß ich. Napalm. Oder Gewitter 2. Kann ja jetzt Chrono machen.
8 Mana, okay. Alles klar. ...255, 10 Tech-Punkte. Napalm auf die beiden da unten. Feuer, Wasser, Zauber ist ja eigentlich eine coole Kombi. Boah, und Frock zerstört alles. Rheingold, hallo. Was kriegt Frock, wird aufgestuft. Ja, der muss noch ein bisschen was nachholen. Was kriegt sie denn als nächstes? Schutz. Oha. Feuerklinge, Feuerschwertattacke, Angriff mit Flammenwirbel. Das kommt auch noch, Wavy. Notiz mit Blut geschrieben. Der Jongleur in Margus Schloss. Angriffe stärken seine Verteidigung. Glaube ich auch, NoPro. Cool sieht denn das aus? Das kann nur... Die hat wahrscheinlich Buffs und Male, ne? Die macht ja Buffs. Und was geplant, ne? Das sind jetzt so die nächsten Sachen, ne? Ich habe heute... Zeig's nochmal, hab ich vorhin schon mal gezeigt. Zwei geile deutsche Titel bekommen, deutsche Repros. Final Fantasy 6, noch nie gespielt. Und darauf freue ich mich so gigantisch. Breath of Fire 2, auch als Repro in komplett in Deutsch. Mega geile Dinger. Margus Schloss. Okay, bin gespannt. Das sind Repros, habe ich jeweils 30 Euro für bezahlt, Rheingold. Unser Schatz. Hahaha. Wir wollen spielen. Wenn das nicht Luca ist. Das ist alles Illusion. Frock, euch geht es gut. Ein Ether-Medium erhalten. Chrono. Also damit hast du deine Zeit... seit dem Fest vergeudet. Ich war schrecklich besorgt. Ne, das ist Backseat Gaming. Hallo? Wenn ihr mir sagt, ich muss grinden, ich werde nicht grinden. Versuch's erstmal. Hier gibt's keinen Spielsound. Haha, wir wollen spielen. Okay. Ozzy. Willkommen, Glenn, oder sollte ich dich Sir Frog nennen? Huch, oh, du hast wieder mal ein paar Cyrus mitgebracht. Margus ist gerade sehr beschäftigt, du musst es wohl mit mir aufnehmen. Und dem Schwertkämpfer Slash und Flea, dem Magier und... ziemlich vielen Leuten. Und diesen lustigen... oh. Du musst alle 100 Monster in Margus Schloss besiegen. Was hat der denn? Zunge, fängt und schlägt Gegner... Thank you.
Da unten gibt's mal Napalm. Also ich sag mal so, Gewitter 2 ist schon mächtig, ne? 488 Erfahrung, 12 Tech-Punkte und wie viel Geld? Wollt ihr unseren Schatz? Ja. In diesem Fall spielt ihr mit uns? Bitte, bitte, bitte. Ich muss die finden wahrscheinlich. Oh, nee. Ah, sind sie nur anfällig gegen Magie? Aber jetzt kommt Napalm. Vier Tech-Punkte, das ist nicht so cool. Einmal Barriere erhalten. Block 33% magischer Angriffe. Die Frage ist jetzt, ob ich... Erhöht physische Verteidigung. Wenn das nicht Luca ist. Du lebst immer noch, meine Liebe. Oh. Ui. Gucken, ich glaube, den in der Mitte macht schon am meisten Sinn. Oh, den heilig. Okay. Also Gewitter 2 ist einfach mal Hardcore-OP. Elf Tech-Punkte. Oh, das wäre für Male natürlich auch so super geil, ne? Rock, euch geht es gut. Dagegen müssen wir etwas tun. Der bräuchte mal die Magienadel eigentlich gerade, ne? Der Chrono, wenn ich die ganze Zeit Gewitter 2 mache. Der krittet ja nur mit dem Schwert. Chrono, also damit hast du deine Zeit seit dem Ja, genau. Okay, danach könnte ich bestimmt auf der Overworld nochmal speichern, oder? Böse Kinder verdienen eine gerechte Strafe. Aber ich meine, ich mach's immer das gleiche, ne? Gewitter 2 reicht ja aus. Für alle. Und er wird dann von dem Frosch gefinisht. Direktor RKS, hau rein, mein Lieber. Kann ich verstehen. Kein Problem. Ja, jetzt ist halt die Frage, ne? Mache ich so einen Kampf mit Luca oder mit Male? Male wird bei so einem Bossfight natürlich mit Eis, mit Hast ist halt natürlich ultra krass, ne? Ich glaube, du kannst eigentlich ohne Haste nicht spielen. Du musst die mitnehmen. Ich weiß halt nicht, wie cool ihre... Was ist denn, wenn ich so mache und Male den Magieschal gebe? Nochmal zwei Magie mehr, damit sie ein bisschen mehr Damage macht. Ich glaube, sie hat dann Mana-Probleme. Das ist das Ding. Müsste man ausprobieren. Der Magier Flair nehme ich an.
So, erstmal Sachen ausprobieren. Gewitter, Wasser, Eis. Obwohl, Haste machen wir auf jeden Fall schon mal auf Chrono. MP-Sauger, spielt MP. Wow, aber komplett! Halt, das war nicht Flair. Wo ist der echte Flair? Wow, hier drüben. Gibst du auf, kleine Kaulquappe? Wer ist das? Seid auf der Hut. Das ist keine gewöhnliche Frau, sondern Flea, die Magierin. Was? Hey, ich bin ein Magier. Du bist ein Kerl? Männlich, weiblich, was bedeutet das schon? Macht ist schön und ich besitze genug davon. Armer kleiner Frosch, du bist sicher einsam, so ganz ohne Cyrus und in so etwas Ekliges verwandelt, furchtbar. Aber da du deine Freunde zum Spielen mitgebracht hast, werde ich es euch allen sehr angenehm machen. Hat geklingelt. Verdammt, der nächste Postbote. Uno Momento.